diesem Sinne, Freunde, moin, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Dennis, hier am Start bei GTA Online, beziehungsweise, naja, was heißt online? Ich gehe mal online nicht mal aus Protest jetzt hier rein. Und zwar bin ich sowas von abgepackt, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe einige Punkte jetzt mal abzuzählen, beziehungsweise runterzuzählen, wo einige Leute wahrscheinlich euch auch denken können, okay, ja, der Mann hat wahrscheinlich recht und der Kerl, was weiß ich. Und zwar am ersten Punkt geht es einfach nur darum, und unlock all Fotzen, ja, und vor allem auch diese scheiß Noobs und zum Thema Rockstar, Freunde. So, pass mal auf, zu den unlock all Fotzen. Was habt ihr von dem Scheiß? Was habt ihr davon? Vor 2 Tagen zum Beispiel, ja? Was ich erlebt habe, das war ein Typ, ja? Ich war mit einem Savage unterwegs. Der hat mich versucht, mit seinem scheiß hässlichen Lenkraketenwerfer abzuschießen. Das war wohl nix. Satz mit X380 oder was, ey? Hat dich deine Mutter wohl aus dem Arsch geboren oder was, du Stück Scheiße, ey? Ne? Auf Level 302. Ich bin gerade mal fast auf Level 71. Ja? Den habe ich 3-mal gejagt, diesen Spastiker. Ja? Und? Was hat er gemacht? Der hat mich gemeldet. Ich war für 24 Stunden gebannt. Tolle Wurst. Tolle Scheiße. So, Punkt 2. Die Noobs. Jawohl, die Noobs. Wohlgemerkt die Noobs. Ja, mit ihrem scheiß Oppressor-Bike. Ja? Oder zum Beispiel, wie vorgestern. Oh, Doomsday heißt Update. Ja, voll geil. Da brauchen wir ja gar kein Bike mehr. Nein, da können wir einfach dieses scheiß neue schwebende Fahrzeug haben. Und vor allem an einige scheißhässliche YouTuber von euch, ihr Freunde. Ach, ihr Missgeburten, ne? Das Ding ist noch aus der Filmreihe von der Zurück aus der Zukunft. Nicht von einem Film. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Genauso wie die Clickbait-Fotzen, ey. Meine Fresse. Einfach nur zum Kotzen. Vor allem habe ich noch einen guten Freund, der hat bei Twitch am Mittwoch auch gestreamt, ja, und dann hat ihn tatsächlich einer gefragt, ob er Hilfe braucht, ob er Geld haben möchte. Ha, ja, dolle Wurst, Geld, auf die Fresse gehören solche Leute am meisten, ja? Oder eine Granate in den Arsch gesteckt oder was für eine Scheiße, ey, Freunde, einfach nur zum Kotzen ist das. Ja, und da merkt man auch, dass die Leute einfach nichts können. So, Punkt 3 zum Beispiel, ein Thema Rockstar. Ja, das neue Doomsday heißt Update. Tolle Wurst. Tolles Update. Scheiße ist einfach nur bei. Was zum Beispiel mit der Orbit-Kanone, wie das Ding da heißt, ist mir scheißegal, ey. Was ist das für ein Kram, ey? Ihr zieht den Leuten das Geld aus der Tasche, ihr Idioten. Und vor allem, ihr seid der Meinung, dass hier, wenn zum Beispiel da sich einer beschweren möchte, dass man da anruft, ja, und haben wir das Gefühl, dass die Leuten da ein Wörterbuch davor jetzt wird dann so nach dem Motto, ich spreche Deutsch und sowas. Nee, gar nichts, ey. Der Support kommt nicht aus Deutschland, Mann. Meine Fresse. Diese ganze Scheißabzockerei. Wie war das doch? FSK 18? Nee, gar nicht. Setz es doch mal runter auf FSK 6 oder 0, ihr Spastiker. Da hinten da, vom Support. Meine Fresse. Ich meine, ich möchte jetzt aber keinen Namen erwähnen. Das würde ich ganz gerne erstmal abklären. Aber die Vernünftigen von euch, die wissen ganz genau, dass sie so eine Scheiße auch nicht kaufen. Guckt doch mal den neuen Hubschrauber an. Das ist auch so ein behindertes Ding. Freunde, wisst ihr, was noch am besten ist? Das ist der Savage. So, und ich habe jetzt bis zum 10. Januar mal eine Preisfrage an einigen von meinen Abonnenten und einigen Zuschauern. Ja, es gibt auch gerne auch ein wildes Wochenende Gutschein zu gewinnen. Und zwar Preisfrage ist, was ist beim Savage die Hauptwaffe? Meine Güte. Von dieses Rumgejaulerei bei diesen behinderten Fotzen da, ey. Hm? Können nicht mit einem Luftfahrzeug umgehen?
hockt nur am Boden rum. Ja? Und dann sind die der Meinung, ich habe einen Lenkraketenwerfer. Geil, die knall ich mal ab hier. Ne, oder wie zum Beispiel das neue Ding aus der Zukunft, ey. Was das ist für eine Scheiße, Ding, Alter. Einfach nur zum Kotzen ist das. Das Einzige, was ich noch richtig cool finde, das ist das Unterwasserfahrzeug. Das neue. Mehr aber auch nicht. Auch diese scheiß neue Verbrechens-DLC. Leute, kauft euch den Scheiß nicht. Mann, erarbeitet euch. Hört auf, irgendwelche Unlock-Oil-Scheiße dazu bestellen oder sowas für wenig Geld. Das bringt es einfach nichts. Ihr macht euch natürlich auch nicht besser, weil ihr einfach nur scheiße seid. Ne, oder irgendwelche Leute, die jetzt Schamakarts oder sowas kaufen. Meine Güte. Guck mal hier. Nehmt euch ein Savage in der Hand oder sowas. Obwohl, Savage ist wirklich noch am besten geeignet. Weil, guckt euch mal die Minigun an. Explode! Explode! Explosiv! Guck! Explosiv! So, zwar ist es jetzt nicht, dass ich hier irgendwie angeben möchte oder so, Freunde. Oder ihr beschissenen Arschlöcher da hinten, da, die mir gerade zuhören, da oder sowas, da auf der anderen Seite, da. Auf dem Kanal hier. Ist mir auch scheißegal, was es ist. Es ist einfach nur zum Kotzen. Vor allem, meine Idee war ja ab 2018 hier mal in der Bundesrepublik, meine große Community mal zu bilden, ja, Unterschriften zu sammeln und hier richtig auch mal vorzugehen. Gegen solche Abzocke-Scheiße. Oder irgendwelche behinderten Idioten, die der Meinung sind, 7:0, toll, ich bin jetzt passiv oder ich spreng mich selber in die Luft. Mann, einfach nur Affenscheiße ist das. Das ist einfach nur zum Kotzen ist das. Wie gesagt, ich kläre das jetzt mal ab, morgen mal, beziehungsweise heute Abend noch. Das in Ordnung ist, ansonsten will ich dann einen Link, beziehungsweise werde ich euch mal auch weiterempfehlen. Das ist aber auch nicht der einzigste. Es gibt wenigstens immerhin noch einige Leute bei GTA Online, die vernünftig sind und die auch mit dem Spiel umgehen können. Ist einfach so. Mann, Mann, Mann. Einfach nur Dreck ist das. Einfach nur Dreck. Ehrlich. Einfach nur Dreck. So, in diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, schönen Abend. Ciao, euer Dennis.